So, heute beschäftigen wir uns mit, wo ist meine Kreide? Heute beschäftigen wir uns mit, heute beschäftigen wir uns mit größten gemeinsamen Teile und kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Ja? So, und bevor wir uns anschauen, was da der größte gemeinsame Teile ist und das kleinste gemeinsame Vielfache, beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage, was ist überhaupt ein Vielfaches? Ja? Und deswegen gibt es gleich die erste Definition, Vielfachenmenge. So, was ist die Vielfachenmenge? Die Menge, und jetzt analog zur Teilermenge von A definiere ich die Vielfachenmenge einer natürlichen Zahl A. Achso, Moment. Ach, weg damit. Es fehlt noch was. Es fehlt erstmal, sei A eine natürliche Zahl. So. Die Menge V von A gleich, so, wie definiere ich die? Das sind alle Zahlen aus den, also alle natürlichen Zahlen, für die Folgendes gilt. A teilt x. Die Vielfachenmenge von A oder V von A ist definiert als die Menge aller x aus n, für die gilt A teilt x. Diese Menge heißt, Überraschung, Vielfachenmenge von A. So, ne? Machen wir mal ein Beispiel. So, welche Elemente sind in der vielfachen Menge der Zahl 3? Na, welche? Ja? 1 und 3. Was meinen Sie dazu? Ja. Das ist Rezogranzqualität. Was? Teilermenge. Deshalb wäre die Vielfachenmenge dann entsprechend, keine Ahnung, 3, 6, 9, 12. Genau. 1 und 3 wäre die Teilermenge. Die Vielfachenmenge ist 3, 6, 9, 12, 15 und so weiter und so weiter. Sie haben falsch rum gedacht. Ja? Und zwar ist es nicht die Menge all derjenigen x, für die gilt x teilt a. Sie haben überlegt, Sie haben sich alle Zahlen rausgesucht, die die 3 teilen. Aber die Vielfachenmenge von a ist die Menge all derjenigen Zahlen, die von 3 geteilt werden. Ja? 3 ist dann auch noch. Genau, ja, ja. Genau, weil die 3 teilt. Ja? Also, wenn Sie hier die 3 nehmen, dann gilt ja 3 teilt 3. Also ist die 3 mit einer Menge. Genau. Die 6 auch. 3 teilt 6, 3 teilt 9 und so weiter. Psst. Ja, Sie müssen aufpassen, wie rum das hier formuliert ist. Okay, so, das ist die vielfache Menge von 3. Naja. Die anderen Beispiele brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr, das müsste eigentlich klar sein. Aber nehmen wir noch ein besonderes Beispiel, was ist die Vielfachenmenge von 1? Ja? Alle natürlichen Zahlen. Genau, also die Menge der natürlichen Zahlen. So. Denn, ja, alle Zahlen sind Vielfache von 1, denn alle Zahlen, alle natürlichen Zahlen werden von der 1 geteilt. Okay. So. Es kommt schon die nächste Definition.
Oder?